Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass dieses Kind aufhört zu stinken. Ich hoffe, er wird nicht bald abgeholt. Heute testen wir, ob ein Kleinkind und ein Kind ohne Eltern überleben können. Hier haben wir Mia und hier haben wir ihren kleinen Bruder Joe. Ihre Mutter Alina existiert irgendwo auch noch, aber ich habe sie ganz einfach mit dem MC Command Center Mod gelöscht. Das heißt, sie lebt jetzt in irgendeiner Parallelwelt. Unsere Kinder leben hier in diesem winzigen Haus in Oasis Springs. Und als wäre das nicht schon genug, haben wir auch noch jede Menge Grundstücksherausforderungen. Unser Zuhause ist abseits des Netzes. Es ist ekelerregend. Es leben hier auch gruselige Krabbeltiere. Wir müssen mit dem rustikalen Leben klarkommen. Es ist schmutzig und außerdem unheimlich. Ich freue mich schon sehr, das wird absolut großartig. Falls dir dieses Video gefällt, vergiss nicht, mich zu abonnieren, das Video zu liken und auch zu kommentieren. Wir haben Freitag, 6 Uhr morgens, Tag 1 beginnt jetzt. Mia und Joe sind hier gerade noch am Schlafen und Mia kommt auch schon zu spät zur Schule. Sie wird jetzt gleich mal aufstehen und wird zur Schule reisen. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt mit Joe passiert. Denn es ist eigentlich keiner am Grundstück, der sich um ihn kümmern könnte. Aber wir haben seine Mutter ja gelöscht. Das heißt, während sie in der Schule ist, muss er sich einfach um sich allein kümmern. Unsere Challenge kann übrigens auf zwei Arten und Weisen enden. Entweder wir halten es 7 Tage durch und unsere Mia wird zu Teenagerin oder beide werden vom Jugendamt abgeholt. Ganz ehrlich, Option 2 ist realistischer. Und während seine Schwester in der Schule ist, verbringt Joe die Zeit damit, in diesem absolut ekelhaften Klo zu planschen. Einfach großartig. Und unsere Mia ist wieder zu Hause. Und sie sieht auch absolut gar nicht wütend aus. Sie ist sehr angespannt, weil sie keinen Spaß hat und außerdem haben die beiden Hunger. Deshalb erkunden wir einfach mal die Nachbarschaft. Hier leben wir. Hier wäre ein Restaurant, aber wir haben absolut kein Geld. Schauen wir am besten einfach mal in den Park. Kleinkinder können ohne erwachsene Sims nicht reisen. Großartig. Dann muss sie ihren Bruder allein zu Hause lassen. Und jetzt angelt Mia hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, denn sie hat ja keine Möglichkeit, den Fisch dann zu grillen. Und außerdem sind die nicht sonderlich viel wert, aber es ist mal eine erste Idee, um irgendwie an Geld zu kommen. Als ob. Das Erste, was sie gefangen hat, ist einfach eine Kuhpflanzenbeere. An alle, die das nicht wissen, wenn man die ansetzt, entsteht eine fleischfressende Kuhpflanze. Und das ist wirklich selten. Irgendwie haben wir sie sogar zweimal gefangen. Wir werden einfach beides verkaufen. Okay, irgendwie ist das, glaube ich, ein Bug. Wir konnten nur eine davon verkaufen. Aber egal, die andere bleibt einfach im Inventar. Und wir haben jetzt 187 Simoleons. Ich hätte hier wirklich gerne Essen bestellt, aber irgendwie haben beide Imbissstände zu. Dann müssen wir zu Hause eben eine Pizza bestellen. Oh nein, wir können gar keine Pizza bestellen, weil abseits des Netzes haben wir keinen Strom. Dann müssen wir wohl doch zum Restaurant reisen. Ach, jetzt können wir Joe auf einmal mitnehmen. Wir müssen hier nicht mal für Essen bezahlen. Wir können einfach eine schnelle Mahlzeit nehmen. Mia, wir nehmen jetzt ganz viele Erdnussbutter-Gelee-Sandwiches mit. Damit sollten wir die nächsten Tage auskommen. Und hier haben wir jetzt 4 halbe Erdnussbutter-Gelee-Sandwiches. Er sieht richtig glücklich aus, auch wenn er stinkt. Und wir keine Badewanne haben. Das heißt, das wird wohl so bleiben. Und nun liegen die beiden in ihren Schlafsäcken. Das heißt, Tag 1 ist geschafft. Oh nein, der kleine Joe hat gerade seine Schwester geweckt. Weil er so stinkt und es macht ihn unglücklich. Joe, ich habe keine Ahnung, was wir dagegen tun können. Mia muss ganz dringend pinkeln. Warum ist denn da jetzt ein Geist? Wer bist du? Oh, das ist vermutlich, weil unser Grundstück unheimlich ist. Mia, kannst du deinen stinkenden Babybruder wickeln? Nein, kann sie leider nicht. Dann schlaft einfach weiter. Tag 1 hätten wir geschafft. Tag 2 beginnt jetzt. Mia ist als erstes aufgewacht und nimmt gerade eine lauwarme Dusche und danach kann sie noch ein halbes Erdnussbutter-Gelee-Sandwich essen. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben nicht mal ein Töpfchen. Joe wird also immer und immer mehr stinken. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass dieses Kind aufhört zu stinken. Wir reisen jetzt einfach mal hier zum Gemeinschaftspool. Vielleicht können wir hier Joe irgendwo baden. Und wir umgehen das Spiel jetzt einfach mal wieder und holen ihn so
zum Grundstück. Wirst du sauber, wenn du hier hingehst? Leider nein, er sitzt jetzt zwar hier im Wasser, aber stinkt weiterhin fröhlich vor sich hin. Könnten wir hier irgendwo baden? Ins Pool für Erwachsene kann er nicht, ins Whirlpool natürlich auch nicht und an ein Pool für Kleinkinder hat natürlich mal wieder niemand gedacht. Bevor wir wieder nach Hause gehen, nimmt Mia hier noch etwas zu essen mit. Wir nehmen einfach einen Hotdog mit, einmal Fritten und dann noch einen Hamburger. Immerhin muss es für sie und ihren Bruder reichen. Und zu Hause angekommen isst unser stinkendes Kleinkind den Hamburger. Alles andere hat Mia nämlich selbst aufgegessen. Und um kurz vor 21 Uhr ist Mia endlich mit ihren Hausaufgaben fertig. Sie geht noch schnell duschen, dann geht sie schlafen. Und dann hätte ich gesagt, Tag 2 haben wir auch überstanden. Tag 3 beginnt jetzt. Oh nein, die arme Mia wird von Fledermäusen befallen. Plasma-Fledermausangriff. Als Plasmaquelle für Fledermäuse zu dienen ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Heißt das, sie haben gerade einfach ihr Blut ausgesaugt? Und nach einem kurzen Abstecher ins Restaurant hat unser Joe wieder ein halbes Sandwich und außerdem Apfelmus. Oh nein, Mia scheint eine Lebensmittelvergiftung zu haben. Irgendwas muss mit dem Essen im Restaurant nicht in Ordnung gewesen sein. Mia sollte im Restaurant anrufen und Bescheid sagen. Als Entschädigung würden wir sicher Geld bekommen, aber wir können leider nicht anrufen. Seit wann kommt das Begrüßungskomitee mitten in der Nacht? Aber sie bringen Essen mit, deshalb steht Mia jetzt nochmal schnell auf und wird sie empfangen. Dann werde ich sie natürlich gleich wieder nach Hause schicken. Ich möchte nur den Obstkuchen. Wolfgang, gib uns den Obstkuchen. Können wir ihn hereinbitten? Wir können ihn nur nach Hause schicken. Ich möchte einen Obstkuchen haben. Die beiden sind gegangen, aber der Obstkuchen ist noch hier. Und nun erkläre ich Tag Nummer 3 für beendet. Nun beginnt Tag 4. Und während Mia in der Schule ist, ist Joe wieder auf sich allein gestellt. Ihm scheint der Obstkuchen tatsächlich zu schmecken. Armer Joe, er tut mir so leid. Ich hoffe, er wird nicht bald abgeholt. Oh nein, wir haben Rechnungen bekommen. 297 Simoleons. Oh nein, das bedeutet, wir müssen irgendwie an Geld kommen. Um an Geld zu kommen, bin ich mit Mia zurück in den Park gereist und wir schauen jetzt einfach, dass wir alle möglichen Dinge sammeln. Hier können wir graben und hier können wir graben und dann noch hier und hier. Falls eure Sims also mal Geld brauchen, reist zum Park in Oasis Springs. Und nun haben wir einmal Altmaterial um 5 Simoleons. Ein Schulprojekt, das verkaufen wir einfach auch um 100 Simoleons. Ein Fossilstein. Ein Simtanium um 90 Simoleons. Ein Alabaster um 30. 4 Zeitkapseln um jeweils 70 Simoleons. Also insgesamt 280. Und dann noch einen Fossilstein um 50. Das heißt, wir haben 699 Simoleons und können uns die Rechnungen locker leisten. Oh nein, wir können uns die Rechnungen zwar leisten, aber ein Kind kann die Rechnungen nicht bezahlen. Mia kümmert sich noch schnell um ihre Bedürfnisse. Dann geht es wieder ab ins Bett. Tag 4 ist geschafft. Tag 5 beginnt jetzt. Mia muss sich noch schnell um ihre Bedürfnisse kümmern und ihre Hausaufgaben zumindest ein bisschen machen, denn in einer Stunde muss sie schon wieder zur Schule. Und außerdem wird der kleine Joe heute zum Kind. Oh nein, wir haben nur mehr 24 Stunden Zeit, um die Rechnungen zu bezahlen. Sonst wird uns das Wasser abgestellt und Strom haben wir auch keinen mehr. Was aber egal ist, denn wir hatten hier nie Strom. Und die Schule ist vorbei und unsere Kids sind wieder hier im Restaurant. Und zwar nehmen wir einen blauen Konfettikuchen. Und jetzt schläft er einfach hier stinkend am Boden. Irgendwie klappt das mit dem Kuchen nicht. Ich habe jetzt sicher schon 3-mal bestellt, aber er kommt einfach nicht an. Unsere normale Bestellung ist jetzt nach 5 Stunden mal aufgetaucht, aber der Kuchen kommt einfach nicht. Dann bestelle ich eben noch was zu essen, sonst verhungert unser Joe noch. Dann sind wir jetzt wieder zu Hause und ich habe die Kids einfach ins Bett gesteckt. Und jetzt ist er wach geworden und möchte aus irgendeinem Grund hier draußen im Garten Geburtstag feiern. Alles Gute zum Geburtstag, Joe! Joe ist älter geworden. Als Kleinkind war er neugierig und nun ist er 1, 2, 3...
Ein Vielfraß. Das passt wirklich gut und ist auch überhaupt gar nicht stressig. Und so sieht unser kleiner Joe jetzt aus. Als erstes kann er gleich mal duschen gehen und dann muss er hier auf der Couch schlafen. Denn sein Schlafsack ist leider nur für Kleinkinder. Auch Tag 5 hätten wir geschafft. Tag Nummer 6 beginnt jetzt. Mia ist schon am Duschen und Joe macht noch immer ein Nickerchen. Er könnte aber gleich mal aufstehen. Wirklich erholt hat er sich in dieser Nacht leider nicht. Und er hat auch schon wirklich Hunger. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass er ein Vielfraß ist. Oh no, uns wurde das Wasser abgestellt. Unser kleiner Joe hat wirklich Hunger und während seine Schwester noch in der Schule ist, wird er deshalb hier im Restaurant jede Menge Essen klauen. Ich finde es übrigens wirklich toll, dass unsere Kinder sich hier immer kostenlos bedienen dürfen und niemand etwas dagegen sagt. Aber vermutlich haben die Angestellten einfach Mitleid mit den Kleinen. Unser Joe hat für seine Schwester aus dem Restaurant ein richtiges Festmahl geklaut. Wir haben kalte Bröckchen, ein halbes Schinken-Käse-Sandwich, ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich und das Highlight, ein Brathähnchen. Hergestellt von Leopold. Keine Ahnung, wer Leopold ist, aber danke für das gute Essen. Das ist mal wieder ein großartiges Bild. Ein Kind stinkt und isst und das andere muss auf einer zerkratzten Couch schlafen. Da wir ja eh genügend Geld haben, habe ich beschlossen, den einen Schlafsack zu verkaufen, damit auch Joe seinen eigenen Schlafsack bekommt. Wobei ich ehrlich gesagt lieber auf einem Sofa als auf einem Schlafsack schlafen würde. Und Tag 7 startet jetzt. Nun haben wir Donnerstag, 6 Uhr früh. Mia nimmt gerade eine Dusche und dann können die beiden noch die Reste von gestern frühstücken. Mia fühlt sich gestresst durch Fremde. Anhängliche Sims beschränken ihre sozialen Kontakte am liebsten auf die Eltern und Betreuungspersonen. Mia, ich glaube nicht, dass dein Bruder eine fremde Person ist. Und nun sind die beiden auf zur Schule. Hallo Nachbar, höre ich da das Knistern und Brutzeln eines kaputten Geräts? Plötzlich steht Dina Tinker vor der Tür und ich hätte gesagt, wir lassen sie einfach gleich mal rein. Möglicherweise kann sie ja etwas von unserem Chaos putzen. Ich bin jetzt ungefähr fertig mit dem, was ich hier machen wollte. Macht es dir was aus, wenn ich noch etwas hier bleibe? Wie war dein Tag? Du hast absolut nichts gemacht. Irgendwie finde ich die Frau creepy. Ich hätte gesagt, wir hauen einfach ab. Joe trinkt einen Orangensaft. Mia eine Creme Cola, dann isst er Macaroni mit Käse und sie einen Veggie Burger. Und das Ganze kostet nur 17 Simoleons. Stellt euch mal vor, das wäre in echt so. Das wäre schon cool. Und endlich haben die beiden ihr Essen, aber sie haben sich beide dazu entschieden, nicht am Tisch sitzen zu bleiben. Zum Glück ist dieses Pack gar nicht verbuggt. Ist ja erst 7 Jahre alt. Und das ist keine Lüge, ich hab's gerade gegoogelt. Es ist am 7. Juni 2016 erschienen. Zu Hause angekommen, wird noch schnell auf die Toilette gegangen, geduscht und dann können beide auch schon ins Bett fallen. Mia hat einfach schon wieder eine Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, wir sollten in dieses Restaurant wirklich nicht mehr gehen. Joe wird gerade von Bienen angegriffen. Im Haus. Fragt mich nicht, wie die in unser Haus kamen. Dann kann er jetzt aber mal duschen gehen und dann geht es zurück ins Bett. Und auch den vorletzten Tag haben wir geschafft. Und die Nacht ist nun auch schon vorbei. Beide haben etwas verschlafen und mussten ganz schnell auf zur Schule. Heute ist der letzte Tag der Challenge. Unsere Mia wird heute zur Teenagerin. Und ich würde sehr gerne wieder in ein Restaurant gehen. Aber nicht mehr ins Flamingo Diner. Immerhin haben wir uns dort schon zweimal eine Lebensmittelvergiftung geholt. Deswegen schauen wir jetzt einfach hier rüber ins Happy Days Diner. Und wieder probieren wir es mit dem blauen Konfettikuchen. Irgendwie muss das doch funktionieren. Oder mache ich irgendwas falsch? Wieso bringt uns einfach keiner diesen Kuchen? Nun sind 3 Stunden vergangen. Wir haben noch immer keinen Kuchen. Dann bekommen jetzt einfach mal beide Fish and Chips. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich will diesen Kuchen. Ihr normales Essen ist natürlich mal wieder angekommen, aber keine Spur vom Kuchen. Ich probiere es nochmal. Ich probiere jetzt alle durch. Möglicherweise kommt ja irgendeiner an.
Warum ist dieses Pack so verbuggt? Unser Kellner ist übrigens gerade zum Senior geworden. Er hatte auch keinen Geburtstagskuchen. Ich habe genug vom Restaurant. Wir gehen nach Hause. Und nun ist unsere Mia aufgewacht, denn sie hat Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Mia. Sie ist weiterhin ein guter Sim und außerdem ein Bücherwurm. Das passt, finde ich, sehr gut zu ihr und wir geben ihr einfach das Familienbestreben. Immerhin hat sie sich blendend um ihren kleinen Bruder gekümmert. Und so sieht unsere Mia aus. Ein bisschen ein wildes Outfit und außerdem stinkt sie. Aber irgendwie gehört das ja schon fast zur Tradition. Und so haben wir die Challenge erfolgreich abgeschlossen.